So, herzlich willkommen auf der Seite Wirbdk. Ich sitze jetzt hier zusammen mit Klaus Schulte aus Libina Kleinenpfalz und mit dem Richard Grünberg. Das ist der Hohe Schulstreit. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. So, ihr habt 1982 im Pfarrkarneval in St. Antonius am Alten Markt angefangen mit öffentlichen Auftritten. Richtig? Das ist richtig, ja. Gut. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Wir waren zusammen im Festausschuss in St. Antonius, die Karl, besonders zu der Zeit die Karnevalssitzung vorbereiteten. Wir hatten 5 Karnevalsveranstaltungen in der Pfarrei mit jeweils 2 Gästen. Die musste vorbereitet werden. Ja, dann saßen wir da im Festausschuss und überlegt, was können wir nächstes Jahr alles machen. Und da kam mir die Idee, weil gerade die Strickspön gerade ihre erste CD rausgebracht haben, Wuppertaler Lieder zu singen, um auch das Blatt ein bisschen wieder aufzubereiten, damit bekannt, wo wieder bekannt blieb und so. Und da kam mir die Idee, dass wir die Lieder singen, hab die Genehmigung eingeholt, die haben wir bekommen von den Strickspönen, einige Lieder zu übernehmen. War geplant für 5 Abende. Und dann habe ich auf dem Abend, wo wir uns getroffen haben, Mina gefragt, ob sie Lust hätte. War total begeistert, mache ich sofort mit. Und mich hat Overreuter gefragt, ob er den Zucker auf Fritz macht. Für die Mina blieb Klaus Schulte blieb die Mina über. Und ich hatte damals schon einen Bart und habe dann den Huschusch gemacht. Mhm. Ja, das war der Anfang. Die ersten 5 Auftritte. Richtig. Original. Im St. Antonius-Saal. Im St. Antonius, genau. Ja. Mhm. Wie bist du denn damit klargekommen, als er zu dir sagte, du übernimmst die Frauenrolle? Er hat das sogar noch ein bisschen geheimnisvoller gemacht, die Fragerei, und hat gefragt, sag mal, Klaus, machst du mit? Ich sag, wo, Karneval? Ja, ich sag, weißt du doch, natürlich mache ich mit. Ja, machst du alles mit? Ich sag, wir sind ja nun schon ein paar Mal zusammen auch aufgetreten im Karneval. Ich mache alles mit. Ja, dann machen wir dich zur Minna. Und dann habe ich gestutzt. Und dann hat er mir gesagt, das und das haben wir vor, Originale. Dann habe ich gesagt, gut, die Minna Kneipenpfalz, da möchte ich aber möglichst so aussehen, wie die Figur, die unten in der Poststraße steht, dort auch aussieht. Und dann einer aus dem Festausschuss, war bei den städtischen Bühnen in der Schreinerei beschäftigt, dann haben wir gesagt, Heinz, hast du eventuell Beziehungen zum Opernhaus, was Garderobe angeht und gegebenenfalls Masken? Ja, hatte gesagt, bei beiden habe ich noch was gut. Und meine erste Ausstattung, kostümmäßig und auch von der Perücke her, waren vom Opernhaus. Und damit, für meine Begriffe, nahmen die Dinge ihren Lauf und ich habe es mir wirklich nicht träumen lassen, dass die lange Zeit daraus geworden wäre, dass vor allen Dingen so viel schöne Sachen daraus geworden sind. Mhm. Da kommen wir dann gleich noch drauf zu. Wer war denn am Anfang euer Mentor? Jede Gruppe hat ja einen Fürsprecher, der sagt, Mensch, die sind gut, die können da nehmen, die können da buchen. Habt ihr sowas gehabt? Irgendwie jemand, der euch unterstützt hat im Karneval oder von außen her? Ja, aber sicher. Erstmal kam danach eine Anfrage zum Geburtstag. Das war dann der praktische Auslöser, um weiterzudenken. Um zu sagen, wir bleiben noch ein bisschen zusammen, machen weiter. Dann haben wir versucht, im Karneval anzukommen. Das war sehr schwer, gerade in Wuppertal, als junge Gruppe. Ja, dann sind wir auf den damaligen Präsidenten der großen Wuppertaler gestoßen, auf Werner Böß, der uns dann das erste Mal gehört hat und gesagt hat, ja, aus euch könnte was werden, so dem Sinn nach. Und dann hat es den Blau-Gold-Ball gegeben in den Zoogaststätten. Fest-Blau-Gold. Ne? Fest-Blau-Gold, ja. Was damals noch wirklich unter der Leitung und von Werner Böß und der großen Wuppertaler war. Mhm. Später ist das ja getrennt worden. Ja. Da hat das der Klaus Klampke ja abgetrennt.
Und als wir da oben auf der Bühne standen, ist mir aufgefallen, dass Werner Boest mit Werner Traut gesprochen hat. Und als wir dann nach dem Auftritt mit Werner Boest wieder zusammenkamen, der sagte so, dann merkt euch mal bitte diesen Termin. Und dann ist das der erste Termin gewesen für den Toleranzorden im Uhrenmuseum bei Abelau. Ja. Und daraus sind wir dann fast jedes Jahr bei Abelau zum Toleranzorden gewesen. Ja. Ist ja fast jährlich verliehen worden. Der ist jährlich verliehen worden an Prominenz, aber immer an Damen oder Herren, die irgendetwas mit Wuppertal zu tun hatten. Jegwelcher Art. Das war Voraussetzung. Ja. Lass mich noch sagen, wir hatten, bevor die Gruppe gegründet wurde, schon Erfahrung im Karneval. Klaus und ich haben eine Doppelrede gemacht, die heute noch sehr gut ankommt, bei Geburtstagen und so. Im Karneval war nicht möglich. In Wuppertal kamen wir nicht an. Wir haben vorgesprochen bei der Probe, bei der Vorstellung, zwei Mann, ne? Ja. Einfach nicht geklappt und nie einen Auftritt bekommen. Nö. Aber dann haben wir dann durch die Gruppe Wuppertal Original dann. Ja. Doch. Dadurch haben wir schon Erfahrung zum Karneval. Ja. Im Auftreten, aber nie im Karneval. Ja. Ich hatte Karneval ja schon, als ich schon Präsident war bei der Goldwigs-Familie, 5 Jahre. Ja. Und ich habe schon 2 Sessionen in Düsseldorf Bühnenreden gehalten, da hatte ich schon ein bisschen Erfahrung. Ja. Aber da war unmöglich reinzukommen ohne einen Fürsprecher. Richtig. Dann kam der alte Hase raus, ne? Ja, ja, genau. Das ja, und dann hat sich das ganz gut entwickelt. Und kam einer nach dem anderen, nicht nur Karneval, kam noch Geburtstag. Und da blieb auch so. Das war unser Hauptauftritts. Ja, unser Hauptbetätigungsfeld ist später der private Bereich, sei es also Geburtstage, Hochzeiten, Silberhochzeiten, Goldhochzeiten. Dann weiter entwickelte sich die Straßenfeste wie Bleicherfest oder Aktion V in Vohwinkel und Firmenjubiläen zahlreich. Ja, und dann gab es die beiden großen Sachen, die Einladungen durch die Stadt. Einmal nach Sauß-Steinzeit, der Partnerstadt. Das war zum damaligen Zeitpunkt das 40-jährige Jubiläum Partnerstädte Wuppertal Sauß-Steinzeit. Ja. Und vielleicht 2 oder 3 Jahre später dann die Einladung nach Schwerin, die andere Partnerstadt. Und ich weiß noch, dass das damals zu dem Zeitpunkt war, als Frau Kraus hier Oberbürgermeisterin war. Na, die war ja auch da in Schwerin. Ja, die ist mit in Schwerin natürlich gewesen. Und da gab es in Schwerin eine Aufzeichnung für einen Fernsehabend. Und da haben wir Fernsehen mal kennengelernt. 6 Stunden Probe für 1,5 Minuten auf dem Bildschirm zu sein. Mhm. Und das war damals noch das Ostfernsehen, was heute der MDR ist. Mhm. Ja, es war aber gerade die Tage, wo ja, der Umbruch war. Ja, ja. Es war schon West. Es war, natürlich war es, die Mauer war ja gefallen, wir konnten ja rüber. Und nur die Leute waren also noch vom damaligen Ostfernsehen. Und der Umbruch war schon da, ist richtig. Ihr seid 82 gegründet worden und 99 ist dann der Michael Overröder gestorben. Ja. Ja. Welche Gefühle hattet ihr da? Wart ihr da kurz vorm Aufhören? Habt ihr dann gesagt, nein, wir machen weiter? Oder welche... Was habt ihr dann erfunden? Wie ist das bei euch vorgegangen? Die Situation ist folgendermaßen für mich gewesen. Richard rief mich an und sagt, hör mal, sitzt du? Nee, ich sage, ich kann mich setzen. Ich sage, wenn das sein muss zum Telefonieren, ich sag, dann setze ich mich auch. Er sagt, es ist gut, dass du sitzt. Michael ist tot. Das hat im Moment bei mir eine unheimliche Zweifelreaktion ausgelöst. Und ich habe dann
spontan gefragt, welcher Michael. Und das muss ich kurz erklären. Wir steckten zu dem Zeitpunkt in den Aufnahmen unserer ersten CD. Und das war im Studio von Michael Kraus in Wuppertal-Vohwinkel, in seinem Studio. Und dann sagte er, ja, unser Michael. Und da muss ich ehrlich gestehen, da brach eine Welt für mich zusammen. Das habe ich einfach nicht verkraften können. Mhm. Wir haben beide aufgelegt und das bewegt mich heute noch. Ich habe geholt wie ein Schlosshund. Mhm. Ich habe mich ins Auto gesetzt und bin rumgefahren. Aber ich könnte kurz danach schon nicht und auch heute nicht sagen, wo ich überall hingefahren bin. Mhm. Und weiß, bin bei einem Stammtischbruder gelandet. Und von da aus bin ich zu Fuß in den Wert gegangen, nach Schuhhaus-Klauser, wo meine Frau beschäftigt war. Und hab der das gesagt und dann bin ich nach Hause. Ich kann es auch bis heute noch nicht begreifen, dass er einfach nicht mehr da war und nicht mehr da ist. Mhm. Das geht mir jedes Mal, wenn das Thema kommt, immer ziemlich noch unter die Haut. Mhm. Gebe ich ganz offen zu. So, dann kam jetzt die Entscheidung mit der Zeit. Ich hab das näher empfunden, weil ich mit der Familie mehr zusammen war. Ihr wart befreundet auch ganz privat. Ja. Ich habe mich dann auch um die Dagmar gekümmert, um die Beerdigung und alles. Ja. Ich habe da sehr viel, war dadurch auch ein bisschen abgelenkt und habe im ersten Moment gar nicht an weiter aufhören oder sowas gedacht. Es ging einfach nur, dass wir das erledigten, was nötig war. Mhm. Da war eine sehr schwere Zeit. Dann kam irgendwann der Gedanke, was machen wir jetzt weiter? Ja. Wie Klaus jetzt schon sagte, wir hatten ja die erste CD gerade abgeschlossen. Ja. Die Aufnahmen abgeschlossen, die CD war in der Produktion. Von da haben wir 3.000 oder 5.000 genommen und ja. Wir warteten auf die CD. Die hatte mich ja überhaupt nicht mehr gehört und nicht mehr gesehen, die fertige CD. Mhm. Aber die lag dann nachher bei uns im Keller, musste ja verkauft werden. Ja, ja, klar. Das ging ja eigentlich auch nur, wenn wir weitermachen. Richtig. Es war nur die Frage, nehmen wir einen neuen dritten Mann dazu und machen wir ohne Mitarbeiter. Mhm. Das war sehr schwer, einen dritten Mann so zu integrieren, wie wir gewohnt waren. Sehr, sehr schwer, auch für den dritten Mann, der immer an dem ersten gemessen wird. Ja. Dann haben wir gesagt, wir machen so weiter wie jetzt ohne Michael und die Leute haben das alles akzeptiert. Die Leute sind angestellt. Ist für uns alle unvergessen, Michael, aber ich sag mal so, ein Großteil von den Leuten, die euch kennen, auch von Generationen aus der Stadt, die haben wir also erfahren in unserer Recherche, dass sie euch ganz hoch anrechnen, dass ihr diese Position niemals wieder besetzt habt. Ganz hoch sogar. Mhm. Und das hat euch eigentlich auch nochmal hinterher nochmal den Schub gegeben, dass man gesagt hat, okay, die beiden sind die Wuppertaler Originale und sind sowas von hoch anständig und haben so viel Charakter, das ist weiterhin unsere Gruppe. Hat das also gesagt, das ist mir in mehreren Gesprächen, ist mir das gesagt. Hab ich noch nicht gehört. Ja. Nee, das ist also für uns beide neu. Naja, gut. Das finde ich fantastisch. Und dann ist es weitergegangen. Dann habt ihr gesagt, ihr macht dann weiter und... Ja. Die Nachfrage war nach wie vor, die Nachfrage wurde immer größer. Ja. Und dann kamen neue Lieder dazu. Ja. Zunächst hatten wir Lieder mit, ich sag mal, fremden Melodien, wo wir Texte mit drauf gemacht haben. Und dann haben wir natürlich eigene Texte. Was uns, auf der einen Seite fehlte uns Michael. Und ich sage auch warum. Vor allen Dingen mit dem Richard. Denn die beiden waren diejenigen, die die Texte gemacht haben. Unsere Zwischentexte und Liedtexte. Mhm. Und die beiden haben sich grundsätzlich die Bälle zugespielt. Ja. Ja? Ja. Die Spontanität, die aber auch Michael bei den Auftritten hatte, das war einfach so, wir drei kannten uns inzwischen so gut,
dass wir wussten, wenn da irgendwo was kam, ein Zwischeneinwurf, der gar nicht im Programm in Anführungszeichen stand, wir mussten irgendwo reagieren. Und das haben wir in der Zeit recht schnell gelernt und das war unser Vorteil und das war unsere Größe. Ihr konntet also blind improvisieren, sage ich. Das ging, irgendwo war der Hänger und dann kam sofort der andere. Absolut. Und hinzu kam noch in der Karnevalszeit, fast jedes Wochenende unterwegs gewesen bei den verschiedensten Karnevalsgesellschaften. Und unsere Stärke war da war die Stadt eben noch so, dass denen ständig was einfiel, worüber wir reden konnten. Ja. Das war an jedem Wochenende irgendwas Neues wieder in unserem Programm mit. Ja. Da hieß es dann, kannst die Originale ruhig einladen. Die haben jede Wochenende haben die irgendwas Neues mit dran. Ihr wart viel unterwegs in dieser Zeit. Wir waren in der Zeit sehr viel unterwegs. Gibt es irgendwo einen Auftritt, wo ihr sagt, das war der Donner, das war die absolute Spitzenklasse? Nee, also von meiner Warte aus kann ich das nicht sagen. Die Auftritte waren alle durch die Bank gut, mit viel Spaß, mit viel Erfolg, was den Karneval jetzt angeht, aber auch das, was außerhalb der Karnevalszeit war. Dass das die beiden Fahrten zu den Partnerstädten natürlich für uns große Erlebnisse waren, das kann man in dem Sinne etwas herausheben. Aber was Besonderes irgendwo mit dem Auftritt könnte ich im Moment nicht sagen. Prinzenkürung war schon immer was Besonderes im Karneval. Ja. Auch für uns noch. Das ist nun mal so. Ne? Und manche Auftritte in Altersheim haben uns sehr stark berührt. Nicht? Ja, ihr seid sehr stark sozial arrangiert gewesen in den ganzen Jahren. Ja, ne? Ja, das ist richtig. Das waren teilweise oder waren manchmal die schönsten Auftritte. Ja. Haben uns zwar berührt, innerlich, man erlebt ja sonst Altenheime nicht in unseren Jahren damals. Ja. Aber was da ablief, wie die Leute dann sich gefreut haben über jede Kleinigkeit, die wir ihnen brachten, andere natürlich auch, da muss man erst mal erlebt haben. Das war sehr schön. Mhm. Und wenn man dann noch erlebt, wie eine Frau sich, die bettlägerig war, vergesse ich ja nie. Die im Bett rumdreht und ach ja, der Hochschul weg war sie wieder. Nee. Ja. Ja. Ja, das ist natürlich schön. Ja. Das ist schon eine tolle Sache. Ja. Ja, richtig. 30 Jahre seid ihr jetzt zusammen. Ja, ja, fast 33. Die Gruppe, ja. Und in den 30 Jahren habt ihr viele Leute kommen sehen, viele andere Gruppen gehen sehen, viele, die etwas machen wollten, die dann wieder aufhören. Wie schafft man es, 30 Jahre zusammen zu sein, sich nach 30 Jahren noch so gut zu verstehen? Da waren ja auch die schweren Zeiten dabei. Und du hattest ja auch eine lange Arbeitslosigkeit dabei, dass du deinen Job auf einmal verloren hattest, Klaus. Und dann musstest du dich wieder ganz neu orientieren und dann war ja auch für die Gruppe ein bisschen Hemmnis. Mhm. Wie schafft man das, 30 Jahre lang? Ich sag's mal mit meinen Worten, Richard wird es vielleicht anders ausdrücken, aber es spielt ja keine Rolle. Wahrscheinlich kommen wir auf den selben Punkt raus. Das war das Vertrauen untereinander, dass wir uns gegenseitig von Anfang an geschenkt haben, daraus eine dicke Freundschaft geworden ist. Jeder von uns dreien, mal vom Musiker im Moment mal abgesehen, zu Anfang Frank Rosenthal, der ja bei uns war, und später dann eben seit rund 16, 17 Jahren der Klaus Prietz. Wir drei Originale waren grundverschiedene Typen, aber wir haben uns verstanden. Und wir haben untereinander nie mit Kritik gespart, sondern sachliche Kritik geübt. Und die hat uns, glaube ich, so fest aneinander gebunden und dass wir uns, wenn es etwas nicht gepasst hat, ganz offen darüber gesprochen haben, aber sachlich, ruhig und das Problem gelöst haben. Und das hat uns, glaube ich, einander geschweißt. Sonst wären wir heute nicht noch zusammen und ich weiß, wir werden auch über die Zeit hinaus, wenn wir aufhören, noch nach wie vor zusammen sein. Mhm. Einige sagen, die Wuppertaler Originale wären früher etwas sozial kritischer gewesen. Habt ihr euch so ein bisschen angepasst oder seid ihr ein bisschen zahmer geworden oder ein bisschen überlegter? Zahmer gemacht worden ist, passiert nichts mehr. Sachen, die heute in der Politik oder in der Stadtpolitik passieren,
kann man nicht mehr, ist lächerlich. Man lacht ja schon oft genug drüber, aber dann noch darüber singen, ja, machen wir nicht. Ja. Ja, ist wahr, stimmt. 30 Jahre lang bist du die Mina, Klaus. Ja. 30 Jahre bist du der Husch-Husch, Richard. Mhm. Verliert man dann nicht ein bisschen so sein eigenes Ich? Dann muss man sagen, ich bin doch der Klaus. Ist schwer, ja. So, dass die Leute jetzt sagen, oh, hallo Husch-Husch oder hallo, hallo Mina. Ja. Ja, die Gefahr besteht. Die Gefahr besteht. Nun muss ich dazu sagen, bevor ich überhaupt von Richard angesprochen wurde oder auch mit Karneval, komme ja aus der katholischen Pfarrgemeinde St. Johann Baptist von Oberbaum. Und da habe ich auch meine Frau kennengelernt. Da war ich aktiv in einem Laienspielkreis. Und da habe ich da schon auf der Bühne gestanden und habe also Figuren dargestellt. Es ist mir immer irgendwo gelungen, das ist mir auch bestätigt worden, mich irgendwo in die Figur hinein zu versetzen, um sie so darzustellen, wie derjenige, der das Drehbuch oder was geschrieben hat, das gerne wollte. Und das war dann auch von mir übertragen auf die Mina. Sobald ich irgendwo im Kostüm der Mina war, war ich die Mina. Und habe mir manchen Ausspruch erlaubt, den ich mir in Zivil nicht erlaubt hätte. Und den hat mir auch nicht übel genommen. Richard. Ich habe keine Probleme damit. Du hast keine Probleme damit? Nein. Mhm. Ich spiele den Husch-Husch und in der anderen Zeit bin ich auch so ähnlich. So in der Funktion Husch-Husch warst du ja immer so ein bisschen so der Nörgel, Peter, so, wenn du so meinst. Ja, so, ne? Ja, ja. Hast du privat nicht, ne? Muss meine Frau fragen. Ja, ich will nicht sagen, man wächst in die Rolle rein, sondern irgendwie hat man die Veranlagung auch dazu. Wenn man so eine Rolle übernimmt, muss man auch vorher schon wissen, kann ich dann oder mache ich dann. Ja. Ja. Kann schon sein, dass ich auch so ein bisschen kritisch im Leben bin. Im April ist Schluss. Große, letzte Veranstaltung. Mai. Am 10. Mai bei der Einweihung des Husch-Husch-Denkmals. Ja, das ist euer letzter Auftritt. Da ist unser letzter Auftritt. Am 10. Mai. Ja, und die Verabschiedung ist im April. Die ist im April, am 26. April im Wuppertaler Brauhaus. Wie viele Leute wünscht ihr euch? Volles Haus. Volles Haus? Und zwar aus dem Grunde, einmal für uns, dass wir bei vielen, vielen Danke sagen können. Aber auf der anderen Seite, und jetzt kommt wieder der soziale Touch. Durch den Eintritt von 5 Euro, der Reinerlös geht ans Kinderhospiz in Burgholz. Und da möchten wir so viel wie möglich denen zukommen lassen. Ja, ja. Wehmut? Die wird kommen, meine ich. Ich spreche jetzt für mich. Ja, also ich bin der wahrscheinlich, aber da habe ich mich bereits drauf eingestellt. Ich denke so ein bisschen dran. Ja, aber, ja, natürlich. Andererseits auch, war eine schöne, lange Zeit. Man hat viel erlebt. Man hat viele Leute kennengelernt. Ich möchte sie nicht missen. Nee, missen möchte ich es auch nicht. Irgendwann muss der Schluss sein, besser auf so eine Art und Weise als... Dass wenn es einen härter trifft. Sagen viele, ihr wollt es noch richtig genießen, ne? Nur so ein bisschen, ne? Ja. Genau. Sehen wir die Wuppertal-Originale irgendwann wieder? Rücktritt vom Rücktritt? Nee, ausgeschlossen. Nein. Kommen irgendwann neue Wuppertaler Originale? Würdet ihr euch das wünschen? Ja. Da schließe ich mich also direkt an, was Richard gesagt hat, gerne. Ja, ich würde mich freuen, wenn andere diese Sache fortsetzen würden. Ich sage allerdings auch, kopieren kann man uns nicht. Wir müssten das also in einem etwas anderen Stil bringen. Das ist meine Meinung. Mhm. Habt ihr noch ein paar kleine Worte für eure Fans, für eure Freunde? Von mir aus ganz einfach gesagt, danke für die vielen, die uns die Jahre begleitet haben. Die vielen, die fast zu jeder Veranstaltung
im öffentlichen Bereich bei den großen Festen dabei waren und die uns dann gesagt haben, ihr wart mal wieder super, ihr hattet ja schon wieder was Neues, danke, dass ihr da wart. Und das ist das, was wir dann auch am 26. April im Brauhaus tun wollen. Richard. Ich habe jetzt gemerkt, dass sehr viele, die wir vielleicht nicht als Fans angesehen haben, doch unheimlich hinter uns stehen, die jetzt durch dieses Abschiedskonzert dann geweckt worden sind und sich auch outen und kommen. Ihr wart ja so toll die ganze Zeit, aber die ganze Zeit haben wir die nicht gesehen. Aber sie kommen und kommen alle zu dem Abend. Kommen wollen alle sehen. Und alle kommen, ja. Unwahrscheinlich. Ihr habt doch befreundete ja, Künstler macht da an dem Abend oder macht ihr ein Solo-Programm? Nein. Ja. Okay. Wisst ihr noch nicht? Doch. Ja. Und zwar die Tanzgarde der Prinzengarde kommt. Ja. Und die werden 2 bis 3 Tänze bringen. Ja. Als Einlage. Und ich sag mal ganz offen, dann können wir auch ein bisschen verschnaufen. Der Kommandant, der ist mit dem so eng befreundet, Guido. Der schenkt uns die ganze Auftritte der Prinzengarde. Ja, und das finde ich Tanzgarde. Super. Alleine können wir da nicht, aber wir haben auch ein paar Ausschnitte noch von vor, ja, mich als Todesjahr. 1999 haben wir auf der CD ja. Ausschnitte von Außenprogramm mit aufgenommen, Live-Ausschnitte, und die bringen wir so ein bisschen auch, damit die Leute noch mal so ein paar Jahre zurück uns verfolgen können. Schön, wir wünschen euch für diesen Tag einen super schönen Abend, dass ihr viel Spaß habt, und vor allen Dingen wünschen wir euch alles, alles Gute für eure Zukunft, die uns noch lange, lange erhalten bleibt. Danke Klaus und danke Richard. Ja, schönen Dank. Wir bedanken uns bei dir.